Hannes, wir sind aber doch in Jena nicht pleite gegangen, oder? Also ich sage Hallo hier aus Dachau und übergebe gleich an unseren Gastgeber, Herrn Witzenbichler, der freundlicherweise hier die Patienten vorbereitet hat und ausgesucht hat. Und wir haben ja jetzt schon ein bisschen Zeit verloren und eine CTO braucht ein bisschen Zeit. Also ja, deswegen machen wir doch gleich munter weiter. Ich freue mich, dass wir am Nachmittag jetzt nochmal aus Dachau aus unseren zwei Katheterlaboren übertragen können. Das Thema ist chronische Verschlüsse. Ich möchte den ersten Patienten vorstellen, bitte das Pfeil dazu. Wir haben einen 59-jährigen Patienten, der relativ beschwerdearm ist, aber doch bei Nachfragen dann sagt, dass er beim Fahrradfahren in der Ebene doch Luftnot bekommt. Echokardiografisch ist dann ambulant eine koronare Zweigefäßerkrankung. Nächstes Bild bitte. Das ist die LV-Funktion, ein stark asynchroner linker Ventrikel bei dem Linkschenkelblock, hochgradig eingeschränkt, die FV um die 30, das ist das linke Koronargefäß, was proximal in der LAD, das sieht man später dann nochmal, war eine kurzstreckige Stenose. Man sieht schon dieses verschlossene rechte Koronargefäß. Nächstes Bild bitte. Ja, prinzipiell machen wir das immer so. In diesem Fall ist es aber ja eine schwer reduzierte EF. Deswegen wollte ich auch versuchen, Kontrastmittelbelastung niedrig zu halten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich Antigrad da richtig liege, vielleicht schafften wir es, habe ich in diesem Ausnahmefall unter diesem ich war schon über die Distal Cap. Aber das Problem ist, nein, 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 eben nicht. Der Draht wandert, obwohl es also ein Ultimate war, von selbst zurück.